Hallo und herzlich willkommen also zur nächsten Folge Pro Cycling Manager zu den drei Darkse von der Panne oder wie auch immer. Ich dachte eigentlich immer, es wäre eine Rundfahrt, scheinbar nicht mehr unbedingt. Es gibt die ersten Attacken des Tages. Suojin Liu greift an und Josef Benet-Seda versucht verzweifelt den Anschluss zu halten. Ja. Wir sind heute also am Start bei den drei Darkse von der Panne. Vier Ausreißer gibt's zu Beginn des Rennens. Zweimal ist das Team Austria Cars vertreten mit Suojin Liu und auch mit Josef Benet-Seda, sofern er es denn schafft, der Ausreißergruppe beizuwohnen. So, schauen wir mal. Gibt noch mehr Attacken hinten im Feld. Also könnte sein, dass die Gruppe noch ein bisschen Zuwachs bekommt. Aber Benet-Seda, ja, da sehe ich mal so ein bisschen schwarz, dass der da noch reinkommt. Vielleicht schafft das ja mit den Leuten hier zusammen nochmal reinzufahren. Schauen wir mal. Und Liu ist vorne, hat leider eine sehr schlechte Tagesform. Aber was willst du machen? So, Benet-Seda. Sehr gut. Kann hier mit Moina, Debois wahrscheinlich und Venter mitfahren. Und das Feld macht Jagd auf die Ausreißer. Zumindest auf diese zweite Gruppe, wie es scheint. Vorne also unser Chinese Liu zusammen mit, dem Franzosen Bonafont. Und mit Steve Morabito aus der Schweiz. Ja, und das Feld scheint sie jetzt doch gewähren zu lassen. Josef Benet-Seda und seine Begleiter. Die es auch nicht stört, dass der ja, alternde Fahrer aus Österreich da nicht mitführt. Meine Güte, schaut euch mal seine Werte an, ey. Letztes Jahr war er wirklich noch ganz akzeptabel. Aber dieses Jahr sieht das ja ganz, ganz schlecht aus. Bisolti greift an, hinten im Feld. Also da gibt es noch mal ein paar Attacken. Warum auch nicht. Und Liu, der ist vorne. Aber ja, kann jetzt mal warten, alibimäßig, auf seinen Teamkollegen auf Josef Benet-Seda. Während der nicht mitführt, weil vorne ja Suojin Liu ist. Hm. Ah ja. Ja, so geht Taktik heute. So, sehr schön. Gruppe ist jetzt zusammengeschlossen. Und auf geht's. Benet-Seda macht gleich mal Tempo. Wobei 80 halt doch ein bisschen übertrieben ist. Sehr schön. Dann haben wir also einen Ausreißer vorne in der Gruppe und noch einen Helfer, der ihn so ein bisschen beschützt. So passt das doch. Schauen wir mal, wo das Ganze hinführt. Mit Lukas Spengler haben wir unseren nominellen Kapitän noch im Feld. Yannick Meyer, Guillaume Bovin und Andy Stauf sind außerdem mit dem Team. Aber seht ihr. So. Sehr langes Rennen, so wie man es gewohnt ist von solchen Halbklassikern. Und die Starterliste, die lässt sich auch mal wieder sehr, sehr genussvoll lesen. Die ganz großen Namen sind jetzt nicht dabei. Also es fehlt ein Van Avermaet, ein Sagan und Co. Aber die Namen, die direkt dahinter stehen, die sind auf jeden Fall mit dabei.
Blick aufs Profil. Der Anfang ist sehr flach und danach geht es eben rein. Viele kleine Wellen, teilweise auch noch garniert mit Kopfsteinpflaster. Das ist die Schwierigkeit von diesem Rennen hier. Und das macht es mit Sicherheit zu einem sehr, sehr schwierigen Rennen. Auch wenn es nicht offiziell als richtiger Klassiker zählt, das ist schon sehr, sehr ähnlich wie diese Klassikerin, muss man sagen. Das ist wirklich schon sehr, sehr ähnlich wie ein typischer Klassiker. So, 100 Kilometer Marke ist fast erreicht. Wir haben 2,5 Minuten Vorsprung vor dem Hauptfeld. Es sieht nicht so aus, als hätte diese Gruppe hier eine ernstzunehmende Chance auf den Sieg heute. Aber schauen wir mal. Überraschungen sind ja immer möglich. Drei Abschnitte mit Kopfsteinpflaster gibt es zudem. Das sind mit Sicherheit auch die, ja, unter anderem schwierigsten Momente auf dieser Strecke. So, das Tempo wird jetzt sehr, sehr hoch gemacht von der Gruppe. Benezeda und Sorgin, Liu sind da nicht mit dabei. Halten sich da etwas bedeckt. Ich weiß auch nicht, warum ich jetzt hier eine 80er Führung machen sollte. Sehe ich nicht ein. Und da haben wir den ersten Abschnitt mit Kopfsteinpflaster. Wir schauen natürlich auch ins Feld. Die brauchen noch einen Moment, bis sie dort sind. Aber wichtig, dass man hier natürlich vorne reinfährt. Ihr kennt das Ganze. Und Josef Benelzeda, der hat es schon mal nicht mehr geschafft. Der ist schon mal abgehängt. Wenig überraschend. Na komm, fahr mal weiter. Ups, fahr mal weiter, Junge. Vielleicht kommt der nochmal rein, aber ich glaube nicht daran. Get it. So, Spengler und Brockhoff haben diesen ersten Ausflug ins Kopfsteinpflaster schon mal ganz gut überstanden. Und vorne also Liu. Benezeda ist jetzt zurück im Hauptfeld. Da schaut er sich um. Wo ist Lukas Spengler? Und der ist tatsächlich gar nicht mal so weit hinten. Ist gut platziert. Bovin hat eine leichte Erkältung, deshalb dieses Kreuz hier in seinem Aktionsfeld sozusagen. Noch 80 Kilometer, der Vorsprung ist bei knapp 3 Minuten. Spengler hier mit Problemen. Brockhoff extrem zurückgefallen. Warum auch immer. Das ist nicht gut. Stijn de Volder eskortiert hier Sean Deby. Und Lukas Spengler, der sieht noch gut aus. Der ist noch frisch. Der fährt noch schön weit vorne mit. Liu. Gleich geht's auf das nächste Kopfsteinpflaster. Und dann regnet es hier auch noch. Das hilft natürlich nicht gerade. Um hier das Rennen irgendwie sicherer oder weniger gefährlich zu machen. Im Gegenteil, das ist absolut nicht förderlich. So, gleich also der nächste Kopfsteinpflaster-Moment. Da geht's drauf. Liu schön weit mit vorne. Das ist natürlich wichtig. Wobei es jetzt bei einer Sechsergruppe natürlich nicht so wichtig ist wie im Feld. Und deshalb schauen wir auf Lukas Spengler. Stauf ist gestürzt. Bovin sind gestürzt. Also gleich mal zwei unserer Fahrer auf dem Asphalt. Das ist nicht gut. Benezeda kann das Tempo nicht folgen. Mal wieder.
Und fällt hier einfach zurück. Auch Bowen und Stauf. Ja, es sieht so aus, als könnten sie weiterfahren. Aber das Rennen ist natürlich für die beiden gelaufen. Da brauchen wir gar nicht groß drüber reden. Das heißt, wir haben jetzt effektiv nur noch drei Fahrer im Rennen. Und das sind Spengler und Borkov sowie Suo Jin Liu. Bennett Seder, ich denke auch ihn können wir abhaken, außer er und Meyer kommen nochmal in die Gruppe davor. Nicht unmöglich. Spengler ist mit dabei. Jurej Sagan, nicht zu verwechseln mit seinem Bruder. Er hier ist slowakischer Meister, sein Bruder ist Weltmeister. Gaviria auch, er ist mit dabei. Wo sind Meyer und Bennett Seder? Ja, die sind fast wieder mit dabei. Fast. Bei Meyer fehlt nicht viel, der fährt so gut wie rein in die Gruppe. Ist jetzt mit drin, aber kann halt auch ganz, ganz schnell wieder raus sein. Von daher mal abwarten. Was ist mit Liu? Der fährt hier vorne noch. Sieht ganz gut aus, was er macht. Und jetzt schauen wir wieder auf Lukas Spengler. Der bei diesem Hügel zumindest keinerlei Probleme zu haben scheint. Scheinbar ist wieder irgendwo ein Loch aufgegangen. Und die Gruppen teilen sich. Und Borkov muss jetzt mal Getränke holen für Spengler. Meyer ist doch wieder abgehängt. Liu ist immer noch vorne. Aber es sieht halt momentan nicht so aus, als hätten sie eine Chance, diesen Ausreißversuch wirklich durchzubringen. Chinese vorne. Naja, Jungs, ihr müsst schon mitarbeiten, ne? So ist es nicht. Wer hier alles alleine macht, dann wird das auch nicht hinhauen. 43 Kilometer haben wir noch. Borkov hat die Flaschen zu seinem Kapitän, zu Lukas Spengler gebracht. So, einmal noch Kopfsteinpflaster. Dann noch ein paar Mal hoch und runter. Und dann war es das hier auch schon mit diesem Eintagesrennen. Brockhoff, der scheint jetzt Platz zu sein, aber Guillaume Bovin ist wieder drin. Nanu, wo kommt der her? Das ist ja allerhand. Keine Ahnung, wo der jetzt auf einmal herkommt, aber Guillaume Bovin ist irgendwie in diese Gruppe reingekommen. So, Liu. Immer noch vorne, immer noch hilft ihm keiner. Das ist halt irgendwie nichts in der Sache. Jetzt gibt es Attacken. Morabito greift an. Bonafont. Jetzt auch mit einer Attacke. Venter geht mit. Und auch Suo Jin Liu ist dabei. Aber sieht nicht so aus, als könnte diese Attacke hier wirklich für etwas Bewegung sorgen. So, Liu ist auch so gut wie eingeholt vom Feld, kann da nochmal die Helferrolle für Lukas Spengler spielen. Der ist nämlich noch ganz gut drauf. Erstmal übernimmt das Bowe. Da ist die Gruppe eingeholt. Spengler kriegt einen neuen Helfer, denn Guillaume Bovin dürfte seinen Job jetzt erledigt haben. So. 30 Kilometer Marke ist passiert. Sam Snyder mit da. Das ist also
Der Rest, den es zu fahren gilt, gleich nochmal Kopfsteinpflaster. Da sind wir drauf. Spengler ganz weit vorne, zusammen mit seinem chinesischen Teamkollegen mit Liu. Valleys hat da ein Loch, hat da einen Defekt, hat man gerade schön gesehen, hier nach dem Mannschaftswagen gerufen hat. Das ist jetzt natürlich tödlich bei dieser Rennkonstellation. So, vorne gehen jetzt die Gruppen. Da muss man jetzt dabei sein. Wenn man beim Kampf um den Sieg dabei sein will zumindest. Spengler und Liu sind noch dabei. 23 Kilometer noch zu fahren. Spengler sieht noch passabel aus. Jetzt kommt der steilste Anstieg des Rennens. Da muss man jetzt richtig drüber ballern, wenn man dranbleiben will. Und das wollen wir. Sehr schön. Jetzt sieht Spengler nicht mehr ganz so frisch aus, aber er ist immer noch dabei. 20 Kilometer Marke ist passiert. Und ich glaube, um Liu ist es auch gleich passiert. Ja, noch sind die beiden dabei. Noch sind die beiden da. Jetzt müsste es ein bisschen ruhiger vom Tempo werden. Dann könnte sich Lukas Spengler auch wieder ein bisschen erholen. Ein Hügel kommt noch. Liu fällt zurück. Spengler ist noch mit drin. Jetzt greift Markus Burkhardt vorne an. Die Kräfte hätte ich auch gerne, mein lieber Mann. Aber wegkommen tut hier keiner. Auch kein Mejan ist mit dabei. Auch er hat gerade noch mal probiert anzugreifen. Und Liu, den können wir vergessen. Der ist jetzt abgehängt. Vorne jetzt eine kleine Gruppe, Burkhardt, Küng und Kai Mejan. Und die können jetzt natürlich auch so ein bisschen wenigstens wegkommen, denn hinten herrscht keine Einigkeit. Links greift Seneschal an. Van Baarle am Hinterrad. 10 Kilometer Marke ist jetzt erreicht. Das ist eben jetzt das Problem. Wollen wir es mal versuchen? Wollen wir es mal riskieren? Spengler. Kurze Attacke, aber der ist platt. Der ist absolut platt hier. Kann da gar nichts mehr zusetzen. Fünf Kilometer. Das könnte eine gute Platzierung werden. Könnte aber auch keine gute Platzierung werden. Immerhin sind wir bis zum Schluss dabei in der vorderen Gruppe. Das ist schon mal gut. Herr Brockhoff ist gestört. Das ist nicht gut. Aber das kann uns jetzt gerade leider nicht interessieren, denn es sind die letzten Meter dieses Rennens. Van Baarle greift nochmal an. Und jetzt eröffnet Vachon den Sprint, Spengler am Hinterrad, aber der hat da gar keine Chance dran zu bleiben. Sieberg jetzt und Spengler wird durchgereicht. Ja, der ist einfach platt. Vorne holt sich tatsächlich Lilian Calmejean das Rennen. Krass. Vor Stefan Küng und Markus Burkhardt. Stauf stürzt auch noch. Ja, und Spengler kommt dann doch ferner liefen an, muss man sagen. Nicht mal Top 20 am Ende. Ja, schade auf jeden Fall.
Sehr, sehr schade. Borkov und Meier haben aufgegeben. Oh je. Hoffentlich keine Verletzungen. Hier schauen wir uns nochmal einen Schlusssprint an. Der Ausreißer. Küng in der Mitte. Links Kaimejan. Rechts Markus Burkhardt. Ja, Lilian Kaimejan holt sich den Sieg. Vor dem Schweizer Stefan Küng und dem deutschen Meister Markus Burkhardt. Dann kommt Fernando Gaviria ins Ziel. Dylan van Baarle wird 5. Søren Krag Andersen 6. Florian Vachon 7. Dann Danny van Poppel, Mike Teunissen und Jens de Büschere. Das sind also die Top 10 bei dieser Dreidachse Brügge de Panne. Spengler wird am Ende 23. Keine übertrieben starke Leistung, aber schon okay. Denn er war vorne mit dabei bis zum Schluss. Und das ist an sich schon mal nicht schlecht. Bei der nächsten Folge sehen wir uns dann diese Bergetappe an. Meine Güte, Alter. Was für eine Hochgebirgsetappe. Mal schauen, wie Lukas Spengler, nicht Lukas Spengler, sondern Josef Stari sich da schlagen wird. Ich höre jetzt auf mit der Aufnahme und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Denn ihr hört schon, meine Stimme ist ein bisschen kratzig. Ihr wisst Bescheid. Von daher würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Macht's gut. Euer Fritter. Ciao.